Hauke, es war keine Woche wie jede andere. Wie hast du die vergangenen Tage erlebt hier im Storchennest? Ja, war so eine sehr turbulente Woche. Eine Woche, die wir nicht so erwartet haben, die ganze Mannschaft nicht. Haben wir alles nicht kommen sehen. Trotzdem musst du die Dinge dann annehmen. Fußball ist ein Tagesgeschäft und das, was dann am Montag oder Dienstag passiert ist, ist dann auch irgendwie schon Vergangenheit. Wie ist jetzt die Trainingswoche verlaufen? Ja, sehr gut. Dirk Bremser und das ganze Trevener-Team hat uns natürlich sehr gut eingestellt auf das Spiel jetzt am Wochenende. Also wir wissen, was auf uns zukommt. Jetzt liegt es an uns, das umzusetzen und einfach eine gute Leistung zu zeigen. Du hast selber mal ein Jahr in Paderborn gespielt. Ist das noch ein besonderes Spiel für dich oder ein Spiel wie jedes andere? Wie ist das bei dir? Tatsächlich habe ich über die Frage schon die letzten Tage darüber nachgedacht. Irgendwie ist ja doch was Besonderes, weil ich hatte ein sehr schönes Jahr in Paderborn, auch wenn es extrem schwierig war und auch nicht wirklich erfolgreich. War das ein Jahr, was mich unheimlich weitergebracht hat und wo ich sehr viel gelernt habe. Deswegen ist es schon ein bisschen so, dass es ein besonderes Spiel ist und trotzdem kenne ich nicht mehr allzu viele Leute dort. Paderborn ist ziemlich gut in die Saison gestartet, ist aktuell Tabellenführer. Was erwartet euch da? Ja, eine Mannschaft, die sehr viel Selbstvertrauen hat, die den Ball relativ schnell in die Spitze spielt, extrem viele Tore geschossen hat. Und das ist eine Mannschaft, wo wir einfach alles reinhauen müssen. Die sind im Flow. Bei uns läuft es ergebnistechnisch jetzt nicht ganz so gut. Von daher müssen wir alles dagegen setzen, dass wir die Offensive von Paderborn stoppen. Wir drücken die Daumen und wünschen dir Erfolg. Danke.